Ja, guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr, Sie in so großer Anzahl hier begrüßen zu dürfen, zusammen mit meinem Vorstandskollegen Martin Grünen hier in Freudenburg zum Spatenstich. Ich muss schon sagen, das ist schön, dass so viele heute daran teilnehmen. Ich möchte mal die Begrüßung der Einzelnen übernehmen. Ich hoffe, dass ich auch niemanden dann vergesse, weil das ist schon eine Herausforderung heute. Zunächst mal freue ich mich sehr, dass unser Landrat Herr Metzdorf da ist. Herr Metzdorf ist ja zugleich stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender unserer Sparkasse. Deswegen herzlich willkommen auch hier zum Spatenstich. Wir sind sehr froh, dass Sie da sind. Ja, herzlich willkommen auch natürlich an den Ortsbürgermeister Herrn Zehren, an die Gemeinderatsmitglieder und alle Beigeordneten, die heute auch gekommen sind. Das freut uns sehr. Wir sind auch sehr froh, dass Herr Rommelfanger als Landtagsabgeordneter ebenfalls da ist. Und da haben wir ja schon eine gewisse Übung. Sie waren beim letzten Mal ja ebenfalls anwesend. Herzlichen Dank, das ist wunderbar. Wir freuen uns auch sehr, dass Pastor Struve als unmittelbarer Nachbar, jetzt sehe ich Sie im Moment nicht, unmittelbar direkt vor mir, dass Sie da sind, das ist wirklich sehr schön. Das zeigt ja die gute Nachbarschaft dann zu dem neu entstehenden Gebäude neben Ihrer Kirche. Ja, wir freuen uns natürlich, dass auch Verwaltungsratsmitglieder unserer Sparkasse da sind. Frau Saaler-Fesel ist gerade noch dazugekommen, auch herzlich willkommen. Wir freuen uns natürlich auch, dass die Firmen, die für uns tätig sind, hier sind, allen voran die Firma Müllerbau. Alle Vertreter begrüße ich sehr herzlich. Wir haben uns ja vorher schon begrüßt. Sie haben ja hier die Hauptarbeit nachher. Wir machen ja nur den symbolischen Spatenstich. Herzlich willkommen und auch alle weiteren beteiligten Firmen, die da sind. Natürlich auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Sparkasse, die im Grunde ja auch dazu beigetragen haben, dass wir heute hier stehen können und sagen wir, den Spatenstich eben durchführen können. Dafür auch herzliches Dankeschön an alle im Grunde, die hier mitgemacht haben. Wer noch fehlt, ist, fehlt nicht. Frau Thiel, ich habe Sie gar nicht gesehen, jetzt sehe ich Sie. Ich wollte nämlich auch sagen, Frau Thiel, herzlich willkommen, auch dass Sie als Beigeordnete auch hier sind und, damit auch, die kommunale Seite vertreten. Und das ist vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort. Wir als Sparkasse haben ja eine enge Bindung an die Kommunen. Das liegt allein schon an der Struktur der Sparkasse. Unsere Träger sind einerseits ja der Landkreis Trier-Saarburg und andererseits die Stadt Trier. Und damit haben wir natürlich eine ganz enge kommunale Bindung mit unseren Trägern, aber auch mit den Gemeinden in, Trier-Saarburg. Und das freut uns natürlich sehr, dass wir das auch, so zeigen können, indem wir natürlich auch die Bautätigkeit, im Landkreis ganz schön vorantreiben. Also wir haben, ich muss zu meinem Kollegen Martin Grün gucken, er ist für verantwortlich. Also es ist eine ganze Menge Arbeit, aber bedeutet im Regelfall auch eine lange Vorlaufzeit, aber wenn es mal dann in Gang kommt, dann sieht man schon, dass einige Projekte zustande kommen und das ist wirklich eine schöne Sache. Unsere Sparkasse gibt es nächstes Jahr 200 Jahre. Ich denke, das ist schon ein Zeichen, dass die Sparkasse wirklich ein fester Anker ist im Kreis Trier-Saarburg und der Stadt Trier. Und damit ein verlässlicher Partner für natürlich die kommunale Seite, aber natürlich auch für unsere Kundinnen und Kunden, die sich auf uns verlassen können. Wir haben natürlich das Ziel, in unserer Geschäftsstrategie, alles das, was wir anpacken, auch nachhaltig zu machen. Da wird nachher auch Herr Grün, mein Vorstandskollege, auch etwas näher ausführen, was auch konkret den Bau hier angeht. Wir haben das Thema Nachhaltigkeit einerseits natürlich in unserer Sparkasse. Wir sanieren alle Objekte und Immobilien, die eigenen, genauso wie wir den Anspruch haben, wenn wir neu bauen, dass wir versuchen, im Grunde, dort auch alle Umweltaspekte zu berücksichtigen. Wir haben, das Thema Nachhaltigkeit auch in einem weiteren Punkt, der uns auch wichtig ist, das Thema Spenden und Sponsoring und damit, auch ein gesellschaftliches Engagement, was wir ja auch jedes Jahr aufs Neue wieder ernst nehmen und viele Vereine und gemeinnützige Institutionen unterstützen können. Das ist auch ein wichtiger Baustein der Nachhaltigkeit. Und ich denke, Sie sehen ja jetzt hier quasi erst nur den Sandhaufen, aber wenn nachher der Kollege Grün das schildert, wie das Gebäude dann, was da die Merkmale sind, dann kann man eigentlich sich vorstellen, was uns als Sparkasse hier eigentlich wichtig ist.
in dem Thema Nachhaltigkeit. Ich habe gesagt, uns gibt es 200 Jahre bereits als Sparkasse. Ich finde, das ist eine stattliche Zahl. Im Jahr 2025 haben wir unser großes Jubiläum. Das wollen wir auch feiern und ich denke, da gibt es auch allen Grund zu. Insofern darf ich allen nochmal ganz herzlich danken, die heute gekommen sind, vor allem die natürlich hier einen gewaltigen Beitrag leisten. Ich darf mich bedanken für Ihr Interesse und darf jetzt das Wort übergeben an unseren Landrat, Herr Metzdorf. Herzlichen Dank. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen. Ich freue mich insbesondere darüber, dass so viele heute Morgen hier sind. Es geht mit Blick auf Freudenburg mit 1800 Einwohnern, eine der größeren Gemeinden hier im Landkreis. Und es geht darum, die Infrastruktur hier weiterzuentwickeln. Und ich habe heute Morgen sozusagen nicht zwei Hüte, wenn ich hier hinter mich gucke, eher zwei Helme heute Morgen auf. Das eine ist der als Landrat und es freut mich da insbesondere, dass hier Freudenburg in der Infrastruktur, vor allen Dingen in der Nachverdichtung, hier eine weitere Entwicklung anstoßen kann. Das ist ein Grundstück, so wie ich das vernommen habe, was länger hier brachgelegen hat. 4 Jahre, immerhin. Und dass jetzt hier Wohnraum entsteht, ist, glaube ich, ein weiterer wichtiger Schritt. Und auf der anderen Seite ist es für mich so als stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender, dass die Sparkasse hier in der Fläche präsent ist und die Bautätigkeiten hier weiter voranbringt, ist heute auch nicht mehr selbstverständlich. Und wir haben auch mit Müllerbau hier eine Firma, die von dem einen Zipfel zum anderen fährt und die Bautätigkeiten hier aufnimmt. Das heißt also, es ist regionale Wertschöpfung mit allen Facetten. Und dann, wie gesagt, nochmal, dass wir hier auch einen Bau errichten von der Sparkasse. Wir sind ja mehr jetzt unterwegs. Wir sind in Freudenburg hier aktiv, wir sind in Eil unterwegs und noch ein paar weitere Standorte. Und das vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass die Bautätigkeiten insgesamt durch die konjunkturelle Entwicklung rückläufig sind, dass die Sparkasse hier dieses Feld bedient, freut mich dann insbesondere. Es ist ein moderner Bau, ein Bau nach den neuesten Richtlinien und Gesichtspunkten energetisch, und das wird der Herr Grün gleich noch ein bisschen was dazu ausführen, was die technischen Merkmale sind. Ich wünsche allen Beteiligten, vor allen Dingen der Ortsgemeinde Freudenburg hier, gutes Gelingen für die Bürgerinnen und Bürger und darf mich dann auch ganz herzlich bedanken. Ja, wir als Sparkasse Trier im Rahmen unserer Immobilienstrategie investieren im Landkreis Trier-Saarburg und der Stadt Trier, um die Region lebenswert zu machen bzw. lebenswert zu erhalten wie hier in Freudenburg. Und ein solches Wohnhaus wird jetzt hier entstehen. Ich darf aber zunächst mal einen kurzen Rückblick geben. Wir sind als Sparkasse Trier Teil der kommunalen Familie, wie es dazu gekommen ist. Wir haben dann über den Alois Zern, den Ortsbürgermeister, hier in Freudenburg erfahren, hier könnten wir Dorfentwicklung betreiben. Und daraufhin haben sie uns eingeladen, unseren Kommunalkundenbetreuer, den Herrn Lutz Heidrich, und meine Person, nämlich genau, ich habe extra nochmal geguckt, ist leider schon etwas her, am 26.10.2021 durften wir beide in die Gemeinderatssitzung kommen. Viele der Gemeinderatsmitglieder, denke ich, haben uns noch im Blick, beziehungsweise danach war der Kollege Heidrich immer mit dem Herrn Hein da gewesen, um die Dinge weiter voranzutreiben. Wir haben doch nicht vielmehr unsere Ziele kundgetan, unsere Ideen kundgetan und haben seinerzeit Zusagen gemacht. Ich glaube, das können Sie bestätigen, die haben wir allein gehalten. Wir sehen, wir sind noch partnerschaftlich unterwegs gewesen und wir wollen auch langfristig Investor sein und nicht nur kurzfristig. Ja, Sie hatten mir, und zwar, das hat uns sehr gefreut, ich habe das Schreiben auch mitgebracht, weil wir heben solche tollen Schreiben immer auf. Nämlich genau einen Tag später haben Sie uns nämlich geschrieben, ich darf ganz kurz mal zitieren, an mich geschrieben gehabt, Innerortsentwicklung Freudenburg, Areal Altes Amtshaus. Sehr geehrter Grün, sehr geehrter Heidrich, zunächst noch einmal vielen Dank für die umfangreichen Informationen zur Tätigkeit der Sparkasse auf dem Gebiet der Innerortsentwicklung, hier explizit zur angedachten Investition in der Ortsgemeinde Freudenburg. Der Ortsgemeinderat, also viele sind ja auch heute hier, hat im Anschluss an die öffentliche Sitzung den Tagesordnungspunkt nochmal aufgerufen, Form der Aufträge an Sie bzw. den Ältestenrat auch formuliert, die Gespräche mit der Sparkasse Trier in der Angelegenheit fortzuführen. Vielen, vielen Dank für das Vertrauen, was der Gemeinderat, was Sie uns gegeben haben. Und ich glaube, wir können alle stolz sein auf das, was jetzt hier entsteht. Hier entsteht nämlich ein Mehrfamilienhaus mit 8 barrierefreien modernsten Wohnungen.
eine Gesamtwohnfläche von ca. 520 Quadratmetern. Hinsicht der Wohnungszuschnitte und der Größe haben wir uns orientiert, Herr Hack und Herr Wintersieg von unserer Immobilienabteilung, was hier zum jetzigen Zeitpunkt gebraucht wird. Und ja, uns ist immer eins wichtig gewesen, der Kollege Späth hat schon angedeutet, Nachhaltigkeit. Wir bauen immer nach dem neuesten Energiestandard. Es steht hier vorne Energieeffizienzstandard 40 mit QNG. Q und G heißt Qualitätssiegel, nachhaltige Gebäude. Der Herr Metzdorf hat es eben schon angedeutet, wir haben zwei im Entstehen. Eins ist schon so gut wie, ist schon teilweise bezogen in Eil und als auch jetzt hier in Tavern. Die beiden wurden im Holzrahmenbauweise erstellt. Und ehrlicherweise, in der Anfangsphase hieß es, es geht nur in dieser Form. Nein, es geht auch anders, es geht auch in Massivbauweise. Und es ist auch betriebswirtschaftlich möglich, erstmal dank innovativer Ideen, wie man so ein Objekt vom Korpus gestalten kann und vielen anderen Dingen mehr. Also es funktioniert nachhaltig zu bauen und trotzdem, wir sind eine Sparkasse und auch Kaufleute, trotzdem betriebswirtschaftlich auch umsetzbar. Ja, technisch, ökologisch, ökonomisch und funktionell setzt auch dieses Projekt hier wieder Maßstäbe, aber da würde ich nachher auf die Experten der Firma Müllerbau eingehen. Und ja, die Firma Müllerbau ist hier genannt worden, aber auch die Firma Jung hier aus Freudenburg. Wir sind froh, dass wir als regionale Sparkasse auch mit regionalen Partnern arbeiten, die auch Kunden unseres Hauses sind, selbstverständlich. Ja, was uns auch wichtig ist, ist das Thema PV und auch die Unterstützung der E-Mobilität. Also alles, was heute modern ist, Standard ist und nachhaltig ist, werden Sie auch in diesem Objekt wiederfinden. Und wir freuen uns natürlich auch, langfristige Mieter zu erhalten, weil wir wollen keinen Wechsel haben. Wir versuchen auch, das über die Preise entsprechend zu gestalten. Ja, zu den Preisen. Die Nebenkosten sind ja die zweite Miete. Die sind in den letzten Jahren so nach oben geklettert. Wir können mit Fug und Recht sagen, bei uns sind die Nebenkosten nicht die zweite Miete. Durch diesen Standard haben wir sehr, sehr geringe Nebenkosten und, glaube ich, ist ein Wettbewerbsvorteil, was dazu auch beitragen soll, dass unsere Mieter langfristige Mieter sind. Ja, dann darf ich noch kurz erwähnen, wir haben auch Umfeldmaßnahmen mitgestaltet und das waren auch Vereinbarungen, die wir mit der Ortsgemeinde getroffen haben, nämlich zum einen, hier nebendran werden 8 öffentliche Parkplätze entstehen, Kostenvorteile, wenn es über uns läuft, weil wenn wir hier pflastern, können wir auch einen Zentimeter weiter pflastern lassen. Und das viel wichtiger ist, dass wir überhaupt hier bauen können, ist diese Tieferlegung des historischen Torbogens, den Sie hier drüben sehen, weil ohne die Tieferlegung, und da haben wir uns gemeinsam zusammengetan mit der Ortsgemeinde, wir übernehmen die Hälfte der Kosten, weil ansonsten kommen die Baumaschinen nicht hierhin. Hat auch Vorteile für die Anwohner hier im historischen Kern. Die Möbelwagen können jetzt auch durchfahren, habe ich mir sagen lassen. Ansonsten fallen hier die Möbel kleiner aus, sie lachen gerade. Oder aber sie müssen einfach anderweitig hierhin transportiert werden. Auch das ist, glaube ich, ein Vorteil, eine Win-Win-Situation, wo die kommunale Familie, der wir auch angehören, glaube ich, hier auch Maßstäbe gesetzt haben. Ja, bevor ich denn übergeben darf an Sie, Herr Zehren, und beziehungsweise später noch an die Firma Müllerbau, möchte ich die Gelegenheit nutzen, Sie jetzt schon im Anschluss an den berühmt-berüchtigten Duxan einzulassen, zum kleinen Umtrunk und kleinen Imbiss. Und ganz zum Schluss ist ein weiteres Leuchtturmprojekt der Sparkasse Trier, sich mit den Partnern der Region stark zu machen. Und vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Also ich musste mir das heute alles aufschreiben. Das ist für mich ein sehr emotionaler Augenblick jetzt, das gebe ich ehrlich zu. Es war ein weiter Weg bis hierhin. Aber zuerst möchte ich mal allen, die heute den Weg hierhin gefunden haben, recht herzlich im Namen der Gemeinde, möchte ich hier begrüßen. Diese Grüße gelten ganz besonders den neuen Hausherren, der Immobiliengesellschaft der Sparkasse Trier, die hier heute hier vertreten sind durch den Vorstand Herrn Dr. Späth und seinen Stellvertreter Herrn Martin Grün. Herzlich willkommen. Freuen tut es mich auch, dass Herr Landrat Metzdorf heute hier anwesend sein kann. Mein Gruß gilt auch dem Landtagsabgeordneten Lothar Rommelfanger und der SPD-Kreistagsfraktionsvorsitzenden Frau Ingeborg Sala-Fesel.
Nicht vergessen möchte ich einen meiner Vorgänger im Amt, Herrn Michael Braunshausen, und nicht zuletzt unseren Herrn Pastor Struve. Herzlich willkommen. Erlauben Sie mir ein paar Worte zu diesem Platz, an dem wir heute hier stehen, der Platz des ehemaligen Amtshauses der Maximiner Herren aus Trier. Herr Späth, Herr Grünen, als die neuen Hausherren folgen Sie hier einer illustren Schar von Vorbesitzern, die zunächst im Mittelalter hier im wahrsten Sinne des Wortes geherrscht haben. Begonnen hat alles im Jahr 1589, als der Abt Rainer Biever das Haus erbauen ließ und es als Amtshaus diente. Später wurde es dann als Hofgut genutzt und im Jahre 1861 von der Gemeinde erworben, die es renovierte und den Wirtschaftsteil als Verwaltungssitz umbaute. In der Zeit der königlich-preußischen Monarchie, also 1815 nach dem Wiener Kongress bis 1918, führte der Gemeindevorsteher am Hause ein Amtsschild mit dem preußischen Adler, der wurde hier im Freudenburger Platt die preußische Furel genannt. In dieser Zeit bis zum Jahre 1947 wurden hier die Amtsgeschäfte der Gemeindeverwaltung Freudenburg-Orscholz geführt, bis Orscholz 1947 dem Saargebiet zugeordnet wurde. Und ab diesem Zeitpunkt begann dann auch der schleichende Verfall des Gebäudes, das ab dem Jahre 1966 dann auch nicht mehr bewohnt war. Seit dieser Zeit bis 2020 haben nicht weniger als 7 private Investoren versucht, das Gebäude wieder instand zu setzen. Alle scheiterten, auch an der Denkmalpflege. Im September 2019 hat der Gemeinderat dann mit 16 Ja-Stimmen nämlich damit beauftragt, eine Abrissgenehmigung für das Gebäude zu erwirken, weil es inzwischen einsturzgefährdet und eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit dargestellt hat. Es war ein harter Kampf mit der Denkmalpflege bis zur Abrissgenehmigung, wobei die Vertreter dieser Behörden meiner Meinung nach bis heute nicht verstanden haben, dass sie es waren, die mit ihren zum Teil maßlos übertriebenen Forderungen auch Detailforderungen dazu beigetragen haben, dass das Gebäude letztendlich verfallen ist. Der Abriss war folgerichtig und nicht mehr zu vermeiden. Ich möchte einmal behaupten, 90% der Freudenburger Bürger haben das in 2020 genauso gesehen. Es gab aber auch vereinzelt Widerspruch. Ich hoffe, mit diesem Neubau, mit einem Wohngebäude nach neuestem Standards errichtet und der Schaffung von sozial gefördertem Wohnraum können jetzt auch ein Teil dieser Bürger beruhigt schlafen. Manchmal muss das Alte weichen, damit Neues entstehen kann. Ich bedanke mich hier ausdrücklich für den Mut und die Verantwortung, die die Sparkasse hier beweist. Es ist ein Glücksfall für unsere Gemeinde. Ich möchte mich jetzt zum Schluss noch bei Herrn Lutz Heidrich und bei unserem Mitbürger Bernhard Hein bedanken, die zusammen mit dem Gemeinderat das Projekt in den letzten 2,5 Jahren vorangetrieben haben. Zum Schluss wünsche ich den Bau von Müller und Jung alles Gute bei der Errichtung des Gebäudes und uns allen Gottes Segen. Danke. Ja, guten Morgen zusammen. Wir, die Firma Müllerbau, begrüßen natürlich auch alle recht herzlich und freuen uns über die Einladung und die Organisation für diesen Spatenstich. Das haben wir auch nicht alle Tage. Die Firma Müllerbau gibt es inzwischen auch schon 45 Jahre. Und wir wollen uns natürlich bedanken für das Vertrauen von der Sparkasse Trier, mit uns dieses Projekt umsetzen zu dürfen. Ganz besonderer Dank gilt von unserer Seite auch an den Herr Heidrich und an Herr Hein. Wir haben es also geschafft, in 6-7 Monaten hier von Beginn der Arbeiten, als wir die erste Anfrage erhalten haben, in 6 Monaten geschafft, hier ein Projekt auf die Füße zu stellen, fertig genehmigt, sodass wir also schon am 15. Mai mit dem Rohbau beginnen werden. Den Rohbau wird unser Partner, die Firma Jung, für uns natürlich machen, mit denen wir seit Jahrzehnten wirklich ganz toll zusammenarbeiten. Ja, die vertraglich festgelegte Bauzeit für dieses Projekt, die beträgt 24 Monate und endet im März 2026. Wir sind allerdings sehr optimistisch, dass wir bis zum Ende des nächsten Jahres das Gebäude schlüsselfertig übergeben können an die Sparkasse Trier. Da muss natürlich irgendwo das Wetter mitspielen, sonstige Geschehnisse dürfen nicht auftreten, aber wir sind da sehr optimistisch, dass wir das schaffen werden. Ja, das Projekt hat meine Kollegin, die Sina Günther, zusammen mit dem Herrn Hein geplant, entworfen und deswegen würde ich jetzt gern an Sie übergeben,
die kennt das Projekt besser als ich. Vielen Dank. Ja, guten Morgen, mein Name ist Sina Günther, ich bin Architektin bei der Firma Müllerbau und wie schon erwähnt, zusammen mit dem Herrn Hein haben wir das Gebäude geplant. Es wird ein dreigeschossiges Wohngebäude entstehen in einer hochwertigen Massivbauweise, das sich sowohl architektonisch als auch städtebaulich sehr schön hier in die Umgebung einfügen wird und den späteren Mietern einen tollen Blick ins Grüne ermöglicht. Das Gebäude wird ebenerdig, straßenseitig über die Balduinstraße erschlossen. Man gelangt in ein Gemeinschaftstreppenhaus mit einem Personenaufzug. Dieser Personenaufzug ermöglicht, dass alle Wohneinheiten barrierefrei erschlossen werden können. Insgesamt sind alle Wohneinheiten barrierefrei geplant. Wir werden hier 522 Quadratmeter neue Wohnfläche bauen, aufgeteilt in 8 Wohneinheiten, 4 im Erdgeschoss und 4 im ersten Obergeschoss, alle mit einem großzügigen Balkon ausgerichtet südöstlich, also optimale Ausrichtung. Genau, wir haben ein Kellergeschoss. In diesem Kellergeschoss bieten wir jeder Wohneinheit einen großzügigen Kellerraum, außerdem einen großen Gemeinschaftsfahrradraum. Außerdem werden wir 16 Außenstellplätze anbringen, das heißt pro Wohneinheit 2. Dadurch sollte den Mietern ausreichend Parkmöglichkeit zur Verfügung gestellt werden und Vorrichtungen für E-Mobilität werden natürlich auch getroffen. Wie schon erwähnt, wir bauen hier einen sehr hohen energetischen Standard, Effizienzhaus 40 mit QNG. Es wird eine Luftwasser-Wärmepumpe angebracht, dezentrale Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung, das heißt, die Heizkosten werden so niedrig wie möglich gehalten und insgesamt wird die Wohnqualität für die späteren Mieter verbessert. Ja, was man noch sagen kann, auf der südöstlichen Dachfläche werden wir eine 24 kW Peak Photovoltaikanlage anbringen und genau, das mal so grob zum Gebäude. Das Thema QNG werde ich jetzt auch noch einmal kurz erläutern. Also erwähnt wurde ja schon, QNG bedeutet Qualitätssiegel nachhaltiges Gebäude. Das ist ein staatliches Gütesiegel des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Es definiert Anforderungen für ökologische, ökonomische und soziokulturelle Qualität von einem klimafreundlichen Neubau. Das heißt, es betrifft die Treibhausgasemissionen, den Primärenergiebedarf im Lebenszyklus, die Schadstoffvermeidung von Baumaterialien. Insgesamt wird die gesamte Gebäudehülle betrachtet. Die Barrierefreiheit spielt eine Rolle. Genau, auch der Rückbau des Gebäudes wird am Ende betrachtet. Ja. Wir haben uns hausintern haben wir uns frühzeitig darum bemüht, eben Nachhaltigkeitsauditoren ausbilden zu lassen von einer zugelassenen Zertifizierungsstelle. Das ist das BÖRN, Bauinstitut für ressourceneffizientes und nachhaltiges Bauen, wodurch wir eben diesen gesamten Zertifizierungsprozess hausintern abwickeln können. Ja, dann bedanke ich mich ebenfalls beim Herr Heidrich als auch bei Hein und würde dann abgeben. Vielen Dank. Entschuldigung, ich hatte noch jemanden vergessen, eben meinen Dank auszusprechen. Das ist der Herr Zehren, der Ortsbürgermeister, der uns, nachdem wir die Baugenehmigung im November einreichen konnten, hat der wirklich maßgeblich dazu beigetragen, dass wir diese Baugenehmigung sehr, sehr schnell erhalten haben, sodass wir dann wirklich jetzt heute schon den Spatenstich hier feiern und demnächst loslegen können. Vielen Dank. Und auch dem Landrat. Gut, dann schlage ich vor, machen wir noch Fotos da vor, noch mal ein paar Gruppenfotos. So richtig, so. Ja. Wir brauchen halt bloß eine klare Anleitung. Kommen Sie mit vor? Ja, wenn ich will. Wir haben schon wieder Einsatz. Ja, super. Ja, pass auf. Super, gemein. Ja, ich kann leider nicht weiter hier rüber. Ja, ja, ich mache für dich Platz, für den Geist bewegen. Machen wir. Ja, ja. Ja.
alles im Kasten. Ja, erstmal beißen, ne? Erledigt. Hat geklappt, der Hals.